Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video, und heute habe ich den zweiten Teil der kleinen Miniserie am Start, wo es darum geht, wie ihr beim Team of the Year mit viel Gewinn rausgehen könnt und wie ihr da einfach die meisten Münzen bekommt. Der erste Teil ist wirklich unfassbar gut angekommen, dafür ein riesiges Dankeschön, und falls ihr vielleicht noch einen dritten Teil haben wollt, da müsste ich allerdings noch mehr recherchieren und mir auf jeden Fall noch mehr Zeit nehmen, um eben da das Video zu planen. Falls ihr da eben einen dritten Teil noch sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls wir irgendwie 2000 Likes oder so schaffen, das ist wirklich unfassbar viel, dann werde ich mich da auf jeden Fall nochmal ransetzen und für euch noch weitere Tipps zum Team of the Year raussuchen. Heute habe ich, wie gesagt, nochmal 4 Stück am Start, 4 sehr, sehr gute Tipps, finde ich, die man einfach beachten sollte, um beim Team of the Year eben viele Münzen zu machen. Und Leute, falls ich ein bisschen müde bin, das Ganze liegt daran, dass ich gestern und heute Skifahren war, sieht man auch an meinem Outfit, ihr seht es hier, irgendein T-Shirt plus langärmeliges T-Shirt darunter, also ja, so muss man das machen, Leute, das macht man auch nur beim Skifahren hier, ihr seht es, das ist ein Leiberl und das ist das andere. Wieso erzähle ich euch das eigentlich? Interessiert eh keinen. Egal, Leute, wir beginnen direkt mal mit dem ersten Punkt des heutigen Videos. So, und dabei geht es gleich um einen kleinen Trading-Tipp zum Team of the Year, und zwar lautet dieser Mass-Bidding oder Massenbieten. Damit meine ich, dass ihr einfach während dem Team of the Year unbedingt auf ganz, ganz viele Spieler bieten solltet, am besten auf so viele, wie ihr eben könnt, mit den Münzen eben, die ihr habt. Also wenn ihr jetzt 100.000 Münzen habt, dann schaut wirklich, dass ihr da 100.000 Münzen andauert auf irgendwelche Spieler geboten habt. Denn wenn zum Beispiel 100 K-Packs kommen, Leute, dann wisst ihr natürlich, okay, 100 K-Packs sind da. Das heißt, ganz, ganz viele Spieler werden auf den Markt gestellt. Und das heißt, das Angebot ist viel, viel höher als die Nachfrage. Und das heißt wiederum, dass die Spielerpreise sinken, beziehungsweise die Spieler teilweise unfassbar günstig auslaufen. Und da ist eben eure Möglichkeit, Gewinn zu machen, indem ihr auf die Spieler bietet. Wenn Spieler zum Beispiel, oder wenn ein Spieler zum Beispiel 2000 Coins wert ist, dann wird er ganz, ganz oft für den Mindestpreis halt reingestellt und eben zum Beispiel für 650 Münzen angeboten. So, der Spieler läuft dann eben ab und läuft ab und läuft ab, und eine Stunde nachdem eben der gezogen wurde, also nach den 100 K-Packs, da läuft er dann wirklich ab. Also da ist er dann bei 0 und da kurz davor solltet ihr darauf bieten. Das heißt, wenn zum Beispiel um 19 Uhr 100 K-Packs kommen, dann solltet ihr am besten um, weiß ich nicht, 19.55 Uhr beginnen, auf Spieler zu bieten, denn da laufen diese ganzen Spieler dann ab. Und beim Team of the Year achtet wirklich nobody darauf, ob günstige Spieler noch ein bisschen günstiger ablaufen oder nicht. Beispiel eben, wenn jemand 2000 Coins wert ist und der beim Team of the Year für 1500 abläuft, dann juckt das eben keinen. Aber das ist genau eure Möglichkeit, den eben für 1500 zu bekommen. Und das heißt, ihr hättet einen Gewinn von 500 Münzen. Dann muss man noch 100 Münzen EA-Gebühren abziehen. Das heißt, wir wären bei 400 Münzen Rohgewinn. Und das ist pro Karte nicht schlecht. Deswegen würde ich euch raten, auf unfassbar viele Spieler zu bieten, auf günstige sowie auf teure Spieler. Wenn ihr nicht so viele Coins habt, dann natürlich eher auf günstige. Wenn ihr unfassbar viele Coins habt, weil manchmal schreiben mir die Leute, yo, ich habe 2 Millionen Coins, was soll ich damit machen? So, dann natürlich auf Spieler, die auch mal 100.000 Münzen wert sind. Ihr könnt auch gerne auf Special Cards bieten, aber allgemein ist einfach wichtig, dass ihr ganz viel bietet. Am ehesten würde ich euch aber, glaube ich, sogar empfehlen, in Spieler zu bieten oder auf Spieler zu bieten, die ein niedriges Rating haben, aber sehr, sehr teuer sind. Zum Beispiel Martial kostet so 17.000 Münzen circa, und auf den könnte man eben zum Team of the Year gut bieten, denn er wird mit seinem 82er Rating sehr, sehr häufig gezogen, häufiger als zum Beispiel ein Spieler, der ein 87er Rating hat. Und da ist eben eure Möglichkeit, dann Gewinn zu machen, denn der wird noch häufiger auf den Markt gestellt als hochgeratete Spieler. Und ist aber trotzdem was wert. Und deswegen könnt ihr mit solchen Spielern wahrscheinlich den meisten Gewinn erzielen. Also falls Special Packs da sind, dann würde ich euch eben immer raten, circa 55 Minuten danach auf Spieler zu bieten, damit zu beginnen. Und das Ganze für circa 20 Minuten bis 30 Minuten dann durchzuführen. Denn da werden einfach die meisten Spieler auf den Markt kommen. Und da habt ihr dann eben die Möglichkeit, eure Coins abzuholen. Und ja, das ist einer der wichtigsten und einer der einfachsten Tipps, die ich euch zum Team of the Year mitgeben kann. So Leute, beim zweiten Thema geht es jetzt um die Icons, und ich gehe stark davon aus, bin mir aber nicht sicher, aber ich gehe stark davon aus, dass man mit den Ikonen gut Gewinn machen kann zum Team of the Year. Einerseits kann man sie natürlich erbieten, andererseits kann man sie snipen, aber man könnte sie auch kaufen und in sie investieren. Ja, im Moment liegt die günstigste Ikone bei 390.000 Münzen. Das ist im Vergleich zu vorher extrem wenig. Vorher gab es Zeitpunkte, da waren die Ikonen alle mindestens 450.000 Münzen wert. Und jetzt sind eben alle mindestens 390.000 Münzen wert, also 60.000 Münzen weniger. Aber es kann sein, dass während dem Team of the Year diese Ikonen noch weiter sinken, weil sie halt auch gezogen werden.
Und weil eben jeder Packs zieht und deswegen halt viel, viel mehr Ikonen auf den Markt kommen. Und wenn die zum Beispiel so auf 370.000 Münzen runtergehen, dann kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein gutes Investment wäre. Denn nach dem Team of the Year, 2-3 Wochen nach dem Team of the Year, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie dann wieder über 420.000 oder so hochgehen. Und das heißt, ihr hättet einen Gewinn von 50.000 Münzen pro Ikone. Ich weiß allerdings natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob die Ikonen wirklich sinken. Aber wenn sie so unter 370.000, vielleicht auch unter 380.000 sinken, kann man sich auf jeden Fall mal überlegen zu investieren. Das Ganze ist viel, viel riskanter als zum Beispiel das normale Bieten auf Spieler. Ihr könnt aber auch eben natürlich auf Ikonen bieten, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, und die dann einfach direkt teurer wieder reinstellen. Aber dieses Investment in Ikonen ist schon sehr riskant, aber es könnte sich im Endeffekt schon lohnen. Denn wie gesagt, dass die Ikonen jetzt auch schon bei 390.000 stehen, das ist schon verdammt wenig für Ikonen. Wenn die jetzt noch weiter sinken, dann könnten sie eigentlich nur noch hochgehen danach. Ja, ich will jetzt nichts verschreien, wie gesagt, das ist nur eine Meinung von mir und ich will euch jetzt nicht dazu anregen, das einfach blind nachzumachen oder blind auszuführen, sondern überlegt euch das gut und beobachtet den Markt unbedingt. Das ist das Wichtigste. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie steigen, bin mir aber nicht ganz sicher, aber wenn sie so unter 370.000 Münzen liegen, dann könnte man sich schon sehr, sehr gut überlegen, ob man sich Ikonen holt und die dann 2-3 Wochen, vielleicht auch erst Anfang Februar, Mitte Februar, Ende Februar, dass man sie da dann wieder verkauft und sich da dann eben den Gewinn abholt, der dann eben vielleicht vorhanden sein wird. Weiter geht's mit einem Trading-Tipp, bei dem man mit Silberspielern handelt. Das Ganze geht auch außerhalb des Team of the Years, aber während dem Team of the Year wird es, denke ich, doppelt so gut funktionieren. Und zwar ist einfach da die Devise, dass man auf Spieler bietet, die für SBCs gebraucht werden. So, welche Spieler werden für SBCs gebraucht? Genau, Spieler, die bei den Ligen SBCs dabei sind. Also zum Beispiel Spieler aus der Liga, Spieler aus der mexikanischen Liga oder Spieler aus der, welche Liga ist noch am Start, zum Beispiel die Eredivisie oder die russische Liga oder so. Wenn ihr da auf Spieler aus diesen Ligen bietet, eben am besten Silberspieler, denn Silberspieler werden nicht so oft gehandelt, also die Leute schauen nicht so auf diese Silberspieler. Wenn ihr da während dem Team of the Year auf diese Karten bietet, kann ich mir super vorstellen, dass ihr da unfassbar viel Gewinn machen werdet. Wie gesagt, dieser Trading-Tipp funktioniert auch jetzt schon, also ihr könnt auch jetzt schon auf Silberspieler bieten. Habe ich auch so gemacht. Ja, und da einfach einen bestimmten Filter eingeben, am besten den Maximalpreis, also den maximalen Bietpreis eingrenzen, also zum Beispiel maximaler Bietpreis auf 800 und dann aber den minimalen Sofortkaufpreis auf 1300 oder so, dass ihr da so eine Grenze habt, so dass die Spieler, dass ihr gute Spieler findet, auf die aber noch wenig geboten ist. So könnt ihr das eben finden. Wie gesagt, so circa 800 auf den maximalen Bietpreis und circa 1300 auf den minimalen Sofortkaufpreis. So könnt ihr Spieler finden, auf die noch nicht viel geboten ist, aber die viel wert sind. Und das ist eben sehr, sehr leicht und da müsst ihr einfach nur bei jedem Spieler auf den Preisvergleich gehen. Ich würde euch da empfehlen, immer die Spieler auf die Kandidatenliste zu geben, denn wenn ihr da dann auf den Preisvergleich ein bisschen hin und her schaut, dann kann es sein, dass die Karte dann schon wieder weg ist. Also zuerst immer, wenn ihr einen Spieler interessant findet, den auf die Kandidatenliste geben oder einfach blind darauf bieten. Das mache ich manchmal, funktioniert auch gut. Ich mache es aber auch nur, weil ich zu faul bin, um ehrlich zu sein. Aber es funktioniert trotzdem. Ihr könnt halt einfach in die Liga zum Beispiel reingehen, zum Beispiel auch in die niederländische, in die türkische Liga und dort einfach auf Silberspieler bieten und da eben hoffen, dass ihr die günstig bekommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sie günstig bekommt, ist verdammt hoch, denn wir wissen, Leute, das Team of the Year ist da, Packs werden geöffnet, SBCs werden gemacht, aber keiner schaut auf die Silberspieler und da müsst ihr eben ein Auge drauf werfen und dann dort eben euren Gewinn abholen. Das ist wirklich leicht und das werde ich auch auf jeden Fall machen und ich habe es, wie gesagt, auch jetzt schon gemacht. Also der Trading-Tipp funktioniert vorher, während und auch nach dem Team of the Year. Okay, beim letzten Punkt geht es nochmal darum, dass ihr unbedingt keine Packs öffnen solltet. Zumindest nicht mit Coins. Wenn ihr Packs mit FIFA Points öffnet, alles in Ordnung, kostet euch halt echt Geld, würde ich euch nicht empfehlen, um ehrlich zu sein. Also ich werde, ich werde schon ein bisschen was öffnen, aber nicht so viel. Ja, ich halte nicht ganz viel davon, wenn man jetzt unfassbar viel echt Geld in ein Spiel investiert, welches in einem Jahr oder innerhalb eines Jahres wieder unaktuell wird, beziehungsweise welches man maximal nur ein Jahr spielt, würde ich euch nicht so empfehlen eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich mache es zwar auch manchmal, aber ich würde jetzt keinen Tausender für FIFA investieren.
Das würde ich euch auch raten, das nicht so zu machen. Aber falls ihr eben Packs öffnet, bitte nicht mit Coins. Das ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Auch wenn ihr überall seht, yo, die ziehen alle Team of the Year. Unfassbar, der hat Ronaldo gezogen, der hat Messi gezogen. Was ist da los? Alles voll krass. Bitte zieht einfach keine Packs mit Coins. Tut mir den Gefallen. Wenn ihr Packs ziehen wollt, wie gesagt, mit Points. Oder eine der besten Möglichkeiten im Moment, macht diese La Liga Premium SBC Packs. Die sind jetzt noch, ja, wenn das Video rauskommt, so 1,5 Tage verfügbar. Macht die bitte. Ihr müsst da 11 Silberspieler abgeben, kostet so circa 10.000 Münzen das Ganze. Ist aber echt sehr, sehr gut, denn ihr bekommt da halt eben ein 25k-Pack. Ein 25k-Pack aus diesen Spielern eben. Also aus dieser Liga. Aus dieser Liga, genau. Also wenn ihr ein La Liga Premium Set macht, dann bekommt ihr eben ein 25k-Pack, wo nur La Liga Spieler drinnen sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Ronaldo oder Messi dann aus so einem Pack zieht, ist natürlich viel, viel höher, als wenn ihr ein normales 25k-Pack öffnet. Zudem kostet das 25k-Pack nur 10.000 Münzen. Ihr könnt die Spieler natürlich nicht verkaufen, das ist klar. Aber so ein Ronaldo Team of the Year im Team dann zu haben, das würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar machen von den Packs, wenn ich die Zeit dazu finde. Wenn ich sie nicht finde, dann leider nicht. Aber wenn ich die Zeit dazu finde, werde ich auf jeden Fall mir noch ein paar SBC-Packs von diesen, ja, La Liga-Packs holen. Ihr könnt natürlich auch andere Ligen machen, wie zum Beispiel die Calcio, die Bundesliga, die BPL oder halt die Ligue 1. Aber ich denke mal, aus der La Liga dürften die meisten Team of the Years dann da sein. Ich bin mir mal nicht ganz sicher. Leute, schreibt mir dazu auch gerne mal in die Kommentare, was glaubt ihr, aus welcher Liga die meisten Team of the Year Spieler sein werden. Da war es eben eigentlich die letzten Jahre immer die La Liga, wo eben die meisten Spieler drinnen waren. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch so ist, aber Ronaldo und Messi sind natürlich da schon gesaved. Kommt Ronaldo überhaupt ins Team of the Year? Ich glaube aber schon. Ja, okay, das war es jetzt an sich auch schon mit dem vierten Punkt. Keine Packs öffnen, wenn mit Points, oder macht diese verdammten SBC-Packs. Okay Leute, das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich versuche wirklich im Moment viele Videos für euch zu produzieren, auch wenn ich wieder arbeiten bin. Also ich hatte davor, ja, nicht Ferien, aber es waren halt ein paar Feiertage und so, das war ganz angenehm, da konnte ich wieder mehr Videos machen, aber jetzt im Moment bin ich wieder arbeiten, ich versuche trotzdem für euch viele Videos rauszuballern und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Falls ihr noch einen dritten Teil von diesem Team of the Year Trading Dings da sehen wollt, dann lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, wie gesagt, ich würde sagen, bei 2000 Likes oder so, mache ich mir nochmal viele Gedanken darüber, wirklich viele, wie man da noch mehr Coins machen kann, denn wie gesagt, diese 8 Tipps, die ich euch jetzt im ersten und im zweiten Teil präsentiert habe, das sind so die Tipps, die ich halt aus Erfahrung weiß, oder ja, das meiste ist aus Erfahrung, und ich könnte aber nochmal recherchieren und mir da vielleicht auch neues Wissen aneignen, welches ich dann euch weitergeben könnte. Wir schauen einfach mal, Leute, wie es so laufen wird. Wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag, checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab, ich bin raus, wir hören uns, habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und...